Anlässlich eines Geburtstages von Wladimir Iljitsch Lenin erzählte Iwan Fjodorowitsch Lokomofailow seiner Brigade die Schöpfungsgeschichte. Lokomofailow wurde bekannt, dass er anlässlich dieses Geburtstages aus einem Stück russischen Eisenerzes eine Lokomotive schnitzte. Nun zur Schöpfungsgeschichte. Als großes Natschalnik Iwan Chotowitsch hat geschaffen dem Welt, hat er gesagt, es werde Licht und es ward Licht, denn es entstand unser Großkraftwerk Dniepropetrovsk. Dann hat er genommen fettige Erde, schwarze Erde, Kuban-Erde und er hat moduliert Genossen Adam Adamowitsch. Dann hat er genommen Rippe von Genossen Adam Adamowitsch und hat moduliert Genossin Eva Ivanovna und hat gemacht aus Rest Gulasch. Dann hat großes Natschalnik Iwan Chotowitsch gesagt, ihr müsst euch aufhalten im Garten Eden, aber dürft nicht fressen Früchte von Apfelbaum. Früchte von Apfelbaum Kollektiveigentum. Da ist gekommen Beseschlange, listige Schlange, hat gesprochen mit Stimme von Rias. Warum ihr nicht fressen Früchte von Apfelbaum? Früchte von Apfelbaum, Kollektiveigentum. Da Genosse Adam Adamowitsch und Genossin Eva Ivanovna nicht haben richtig studiert Marxismus, Leninismus, haben sie gefressen Früchte von Apfelbaum. Als großer Natschalnik Iwan Chotowitsch dies bemerkte, ward er sehr böse. Sie mussten eben 24 Stunden Kritik und Selbstkritik. Und dann hat er gesagt, ihr müsst verlassen Garten Eden, Kollektiveigentum. Und er hat ihnen gegeben Sozialismus, Kommunismus, Revisionismus, Trotzkismus und Wartburg und Trabant ohne Ersatzteile. Und sie waren gestraft ihr Leben lang.